So Leute, da bin ich auch schon wieder mit Mass Effect 2. Diesmal in neuer Frische. Denn, oh, da ist gleich einer. Ich nehme jetzt wieder tags auf. Ich habe mich schön ausgeschlafen. Jetzt geht's los. Feinde vor uns. Betäubungsschuss bereit. Wir sind hier auf Hashtrüm. Aber es ist mal betreten. Und müssen jetzt was machen. Müssen wir nochmal machen. Ja, wir kommen hier nicht durch. Der Soldat am Funkgerät hat Sprengladungen erwähnt. Damit könnten wir den Schutt wegräumen. Statt sich einfach hier durchzuquetschen. Ach Gott. Stimmt. Absturz. Wow. Keine Schilde. Ah ja, genau, hier sind ja auch Guests, ne? Stimmt's, einer? Warte mal. Da baller ich doch mal ein paar Sniper-Munitionen drauf. Wow, da ist einer. Ich hab ja gar nicht gesehen. Den fetten da. Ich hab sie verwundet. Was zum? Der ist tot. Ohne Anvisieren reingeballert. Naja. Wir könnten ja auch mal gleich meine neue Dings ausprobieren. Meine Schrot. Wir brauchen eine Probe des Kerns, um den zeitlichen Ablauf der Strahlungszone Sprengladung zu rekonstruieren. Aber unsere okay. Ausrüstung lässt uns ständig im Stich. Was wir irgendwie noch bisher noch gar nicht brauchten. Ich meine, die Kräfte da oben braucht die irgendwie noch gar nicht. Ich komme auch ganz gut so durch. Naja, beim Endgegner bestimmt wieder. Ups. Boah. Boah, die kam aus dem Nichts, ey. Voll random gespawnt. Boah. Alter, der ballert richtig rauf. Da wird es mal Zeit. Meine neue Schrot. Ups. Was bist du denn noch? Habe Schilde verloren. Oh, war's das? Was bitte? Nee, ich will nochmal hier oben aufgehen. Ach, hier ist wieder Sonne. Genau. Rechts! Schön. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier lang muss. Oh! Tali! Was ich sagen wollte, ich weiß nicht, ob ich hier lang muss oder es ruhig schon wegsprengen kann. Raffiniertes Iridium. Ich kann ja auch gar nicht runter, oder? Oh ne, kann ich nicht, kann ich nicht. Wahrscheinlich muss ich dann irgendwie da durch irgendwie gehen oder so, wenn ich nicht weiterkomme. Bestimmt. Okay. Das sind zu wenige. Wir müssen noch mehr Sprengladungen finden. Oh. Na schön. Ah, da kann ich nicht rein. Feinde hinter uns. Weiß auch nicht. Ich kann ja. Nee. Also da kommen gleich hier. Na klar. Hm.
Nach unten kann ich nicht. Nee, doch, hier unten kann ich lang gehen. Achso, na dann. Durch. Shepard. Durchrennen! Bisschen Iridium. Kann ich hier durch? Ja. Gut. Na dann. Sprengladung, okay. Sind hier noch mehr? Ich schätze auch zwei werden mir nicht reichen. Alter, falls der Mörder es nicht das witzig findet, uns immer noch zu sagen, dass es noch mehr sein müssen. Wenn wir nach links gehen, kommen wir in ihre Flanke. Oh Gott, mach ich komische Geräusche. 6 Munition und auch, das ist richtig scheiße. Boah, 55. Ja, die baller ich jetzt einfach raus. So ja. Muss es sein. Ich halte sie fest. Ach so. Ha! Samara. Tallys Tagebuch. Okay, war wirklich Tally da oben. Einer ist erledigt. Die wir da gehört haben. Uiuiui. Voll Blut hier am Boden. Boah. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Einen getötet. Was ist das jetzt? Ich glaube schon. Okay, ich hoffe, zwei reichen. Weg von hier. Ah! Ja, cool, wenn ich so angehe, wird's rot. Komm. Hm? Moin. Das war ja fies. Diese Architektur ist quarianisch. Ist was? Solche Gebäude sieht man heute selten. Architektur ist langweilig. Warum sind die Quarianer hierher gekommen? Was sie auch wollen, ich hoffe, es ist die Mühe wert. Unsere Vorfahren sind ohne Kopfbedeckung durch diese Hallen geschritten. Die Sonne muss damals ganz normal gewesen sein. So viel Platz. Steinmauern. Ganz erstaunlich. Yeah. Okay. Noch ein bisschen Moneten mitnehmen. Und wo jetzt hin? Ach, umgehen. Hallo? Ist da jemand? Tali, hier spricht Shepard. Shepard? Ich will mich ja nicht beschweren, aber Sie tauchen wirklich zu den seltsamsten Zeiten auf. Was haben Sie hier mitten im Gebiet der Geth zu suchen? Ich war gerade in der Gegend und dachte mir, ich könnte Ihnen ein wenig zur Hand gehen. Danke fürs Kommen, Shepard. Es freut mich sehr, Ihre Stimme zu hören. Carl Rieger und die verbliebenen Marines haben mich ins Observatorium gebracht. Von Ihrer Position aus durch die Tür und über das Feld. Ich habe die Daten, die ich wollte und bin im Moment sicher. Aber draußen sind ziemlich viele Geth. Jemand hat anscheinend die Tür für die Geth versiegelt und die Konsole ist beschädigt. Können Sie sie von Ihrer Seite aus öffnen? Warten Sie mal. Ja, das geht. Jetzt. Sie müsste jetzt offen sein. Seien Sie vorsichtig, Shepard. Und bitte tun Sie Ihr Möglichstes, damit Rieger am Leben bleibt. Wer soll am Leben bleiben? Reagan? Ronald Reagan? Der Schauspieler? Okay, nein. Ach ja, Zitat aus Zurück in die Zukunft. Das ist nur cool, ne? Sie haben uns gesehen. Ist nicht wahr. Voll verschwommen gerade die Grafik irgendwie bei dem Typi.
Was ist einen neutralisiert. Einer wenig. Einen getötet. Ich gehe es tun. Boah, Alter, diese Fischkleinen. Dinger. Einer weniger, um den wir. Einer ist erledigt. Wie einfach alle Typen irgendwie dieselben. Boah, Sprachdinger haben. Ist mal langsam tot? Alter! Oh, Scheide! Scheide! Hab ich grad Scheide gesagt, tut mir leid. Scheiße! Da kann ich, kann ich gar nicht hin. Das ist Scheiße! Wo ist Anwalt? Und reanimier dich bitte, Shepard. Danke. Einen getötet. Dinger runterholen. Schieben sie doch von hinten an. Ich hol sie von den Füßen. Bam. Tot? Ja. Alter, hat fast alles Sniper-Munition gekostet. Wow. Einer weniger, einen neutralen. Das ist einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. So muss es sein. Einen getötet. Einen neutralisiert. Einen neutralisiert. Der ist tot. Der ist tot. Einen neutralisiert. Einen neutralisiert. So muss es sein. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Oh, Scheiße. Boah. Da ist ein ganz dicker. Bitte reanimieren, Shepard. Oh. Ist hier noch was? Und so muss es sein. So muss es sein. Ja. Hä? Da. Boah. Voll den Kamikaze-Anflug gemacht gerade. Oder sah es nur so aus? Kann ich da durch? Muss es versuchen. Sonst was? Ne. Oh, irgendwie macht meine Nase ein bisschen zu. Alter, wenn wann save? Okay. Hä? Ah. Total dumm. Pech. Ach du Scheiße. Müssen sie gegen ihn kämpfen? Oh nein, ich kenne die Viecher noch aus Teil 1. Wie in alten Zeiten. Oh nein, die Viecher aus Teil 1. Wie Gabriel gerade sagte, wie in guten alten Zeiten. Gut, total toll. Scheiße, warum haben wir eine ganze Munition für die anderen Typen eben verbraten? Und unten bleiben. Scheiße. Könnt ihr mal bitte die Schilde wegballern? Oh. Das fände ich ganz schön. Bitte. Einer weniger. Oh, das sind zwei. Nee, doch nicht. Geth Koloss. Die Scheißviecher kenne ich noch. Sind die hier? Hier rüber. Entdeckung. Oh. Was ist der Typ? Topführer Call Rieger von den Marines der Migrantenflotte. Wir hatten vor der Ankunft des Landungsschiffes Funkkontakt. Ich weiß immer noch nicht, weshalb sie hier sind. Aber jetzt ist nicht die Zeit, große Ansprüche zu stellen.
Tali ist drin! Da drüben! Das ist er! Es haben den Rest meiner Männer getötet. Der Ronald Reagan. Versuchen zu ihr vorzudringen! Es ist mir lediglich gelungen, ihre Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen! Ist sie sicher? Sind Sie sicher, dass sie immer noch am Leben ist? Das Observatorium ist gut gepanzert. Selbst die Gäste brauchen einige Zeit, um da durchzukommen. Und es ist schwer, eine Tür aufzukriegen, wenn man unter Raketenbeschuss steht. Die Gäste haben fast Zugstärke. Aber das Schlimmste ist der Koloss. Oh. Das Ding hat ein Reparatur. Amik hat ein bisschen alles hingesetzt. Er duckt sich und setzt sich selbst in Stand. Wenn er geduckt ist, kriege ich ihn nicht ordentlich ins Visier. Ich habe versucht, näher ranzukommen. Und dann hat mir einer ihrer Scharfschützen ein Loch direkt durch den Anzug geschossen. Wir müssen zu Tali. Irgendwelche Vorschläge? Nur ein! Ich kann kaum noch laufen, aber Abzug drücken ist kein Problem. Und ich habe einen Raketenwerfer, den die Sonne noch nicht gegrillt hat. Sie gehen näher ran. Ich beschäftige den Koloss und ruiniere vielleicht sogar seine Schilde. Mit etwas Glück können Sie ihm dann den Rest geben. Das ist die gute Antwort, das ist die schlechte Antwort. Aber ich will nicht selber kämpfen. Das ist so scheiße. Unten bleiben. Sie haben schon genug getan, Riga. Sie müssen nicht ihr Leben wegwerfen. Ich habe Sie nicht um Erlaubnis gefragt. Meine Aufgabe ist, Tali zu beschützen. Wir haben auf unserer Seite nicht genug Leute, um Ihnen einen abzugeben. Halten Sie sich raus. Ich stehe nicht tatenlos rum, während Sie in die feindliche Schusslinie laufen. Sie haben meine gesamte Einheit erledigt. Und wenn Sie Ihre Einheit ehren wollen, geben Sie mir Feuerschutz. Ich brauche Sie hier, falls die Verstärkung kriegen. In Ordnung, Shepard. Wie Sie wollen. Machen Sie sie für mich fertig. Kila Selai. Feinde! Oh nein. Das kann nicht euer Ernst sein. Kann der bitte seinen Raketenwerfer darauf ballern? Wie läuft's da draußen? Wollen Sie es auf meine Art versuchen? Ich mach schon. Geben Sie mir einfach Feuerschutz. Ihre Entscheidung, Shepard. Okay, dann. Ja, gut. Jetzt haben wir noch eine Notlösung. Werde ich einfach. Das wird Sie beschäftigen. Doch, den ein bisschen abballern. Und vielleicht, wenn es mir zu bunt wird, schalte ich vielleicht doch mal den anderen mit ein. Oh nein. Reanimiert er sich dabei? Der ist tot. Ich halte, er ist tot. Nein! Er reanimiert sich. Ich wusste es. Leckt mich am Arsch. Wie soll ich das denn jetzt machen? Oh. Scheiß-Typ da hinten, ey. Wie läuft's da draußen? Ups. Wollen Sie es auf meine Art versuchen? Ich mach schon. Geben Sie mir einfach Feuerschutz. Ihre Entscheidung, Shepard. Ich wollte nur wegrennen. Munition. Boah. Geth Verwüster. Kennt ihr noch den Geth Verwüster aus Teil 1? Der mich eine Viertelstunde gekostet hat, um ihn umzubringen. Jetzt habe ich mit Leichtigkeit fertig gemacht. Oh mein Gott, ey. Ihr wollt mich doch komplett verarschen. So muss es sein. Okay, Leute. Ich glaube... Wartet mal. Kann ich hier vielleicht irgendwo in der Ecke speichern? Nee, keine Chance. Gut, Leute, dann würde ich sagen, im nächsten Part beschützen wir weiter Ronald Reagan. Volle den Hessigen da. Wie heißt der? Karl Regger. Okay, Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Ich hab Angst. Tschüss.